Einen wunderschönen guten Abend. Wir wollen das zweite digitale Feierabendbier hier mit euch gemeinsam genießen. Und zwar rund um die Welt des Triathlons. Und wir haben ja schon in der vergangenen Woche gestartet und haben dann ja tatsächlich mit Lasse Lührs ein bisschen gesprochen. Heute wollen wir die wahrscheinlich aktuell stärkste Triathletin Deutschlands, zumindest auf der Kurzdistanz ist das, glaube ich, unbestritten, mit Laura Lindemann sprechen. Dann freuen wir uns also auf einen Olympiatalk, aber auch auf viel Privates. Wir wollen mal gucken, was wir aus ihr rauskitzeln können. Laura Lindemann heute also unser Stargast beim digitalen Feierabendbier. Stichwort Privatleben, ich schaue gerade noch mal was, weil im Vorfeld ich so auf ein sehr interessantes Foto von dir gestoßen bin. Und zwar hast du ja unter anderem die zwei auch, glaube ich, neu in deinem Herzen. Ja, sie mit den glatten Haaren ist Otti. Ist jetzt auch, also die sind ja auch irgendwo. Und das ist Monty, genau. Otti und Monty, und tatsächlich, die haben schon eine eigene Instagram-Seite, oder? Wie ist das? Ja. Ja, das muss man heutzutage. Nee, ich dachte, wenn ich nicht meine Follower mit den ganzen Hundebildern voll spammen will, sollen die sich selber entscheiden, das ansehen zu wollen. Also hier haben wir Otti. Hallo Otti. Ah ja, das ist Otti. Also hier ist Otti. So. Und, oh, Monty ist zu klein. Warte, ich höre gar nichts. Ja, schon noch auf dem Weg nach ganz oben, würde ich sagen. Also das ist das große Ziel. Und ja, es gibt schon noch Sachen, wo ich nicht super professionell bin oder wo es noch Sachen gibt, woran ich arbeiten muss. Und ja, ich denke, das ist auch ganz gut, dass man noch nicht alles so 100% perfekt macht, sondern dass ja, es noch irgendwie Luft nach oben gibt. Ja, also klar, wenn man die einzelnen Disziplinen betrachtet, würde ich sagen, im Schwimmen fehlt halt noch so ein kleines Stück zur ersten Gruppe. Das ärgert mich eigentlich immer am meisten, dass es da ja in der letzten Saison so knapp meistens nicht gereicht hat. Und oder vor allem zum Ende hin hat es dann in Lausanne zum Beispiel sehr, sehr knapp nicht gereicht. Und ja, da beim Schwimmen sind es halt so ein paar Sekunden, aber also so nach meiner aktuellen Leistung würde ich sagen, habe ich mich schon stark verbessert. Ich kann jetzt halt schlecht sagen, wie es im Vergleich zu den anderen ist, weil wir ja keine Wettkämpfe haben. Das ist ja der Vorteil der Zeit, ja. Ja, und gut, im Radfahren und Laufen kann man sich immer verbessern. Wie gesagt, da muss man halt einfach, alle verbessern sich, also muss man sich auch immer stetig verbessern. Und so generell in so Sachen wie ja, Professionalität einfach so, wie zum Beispiel, dass man die Ernährung so super ernst nimmt zum Beispiel. Also da bin ich halt so ein Typ, ja, ich esse dann halt auch mal eine Pizza abends oder so. Ich weiß ja nicht, ob es grundsätzlich schlecht ist, aber viele sind ja ganz, ganz strikt und das ist bei mir noch nicht der Fall. Also noch so darauf, worauf ich Lust habe. Es fällt schwerer, einfach so einen Fokus zu haben. Und also das Trainieren an sich ist okay, aber vor allem die härteren Sachen. Also wenn man dann so richtig hart trainieren muss, finde ich, ist es leichter, wenn man weiß, wofür man es indirekt, also klar mache ich es insgesamt für Tokio, aber irgendwie braucht man so ein Zwischenziel manchmal, wo man dann so noch die letzten Prozent rausholt. Ja, so ein bisschen, ja, hoffe ich natürlich, dass das alles, also vor allem, dass man das mit Corona auf jeden Fall in den Griff bekommt, dass eine Impfung dafür bekommt, also das ist ja erstmal die erste Priorität, sage ich mal. Also ich will natürlich nicht irgendwie Rennen machen und damit irgendjemandem, also irgendein Risiko eingehen. Nicht für mich, nicht für andere Leute, nicht für andere Menschen, ja. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich finde, wir stoßen nochmal an, ne? Das digitale Feierabendbier Teil 2, heute mit Laura Lindemann. Danke dir sehr für die Zeit, bleib gesund. Vielen Dank. Liebe. Schönen Grüße nach Potsdam. Vielen Dank. Prost.